Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Cutlers Hof in Skyrim Special Edition. Ja. Oh, was ist da unten? Das sieht interessant aus. Vor allen Dingen, das ist mitten im Sumpf, da sind wir doch lang gelaufen. Das ist denn irgendwie so ein Steinkreis? Schade, ich dachte, wir können von hier oben ins Wasser springen. Aber von hier würden wir bloß in unseren Tod springen. Und Tod, ich weiß nicht, wie oft ich das schon mal gesagt habe, aber Tod lebt sich's halt total schlecht. Falscher Zauberspruch. So, das war's mit der Erzader. Wir schwimmen noch ein... Ich wollte doch gerade sagen, da war doch noch was. Das Ding ist ja, Lehm brauchen wir halt gar nicht, ne? Fällt mir gerade so ein. Lehm ist auch für ein DLC. Für Hearthstone? Heißt das Hearthstone? Jetzt komme ich total durcheinander. Hearthfire heißt es. Genau. Hearthstone war dieses Kartenspiel. Stonehearth war so ein Simulationsspiel, was zurzeit auf Kanal läuft. Genau. Gut, aber hier scheint tatsächlich nichts zu sein. Ist bloß in der Mitte so ein Baumteil. Da ist aber nichts drin. Und wie Super Mario hier rein, können wir hier irgendwie auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, das sieht übrigens fett aus. Ich würde sagen, wir machen ein auf Schnellreise zurück nach Weißlauf. Und da beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit den Gefährten. Keine Sorge, wir machen halt nur die Gefährten-Quest, aber ab dann tun sich für uns ganz neue Sachen auf. Was genau werdet ihr dann sehen? So. Dann gehen wir mal in Richtung Gefährten. Wir müssen auch gucken. Ich glaube, wir sind schon wieder bei 3 Ingame-Tagen. Das heißt, es könnte gefährlich werden. Nee, hier sind wir falsch. Das ist die geflaggte Meere. Oh, was? Die Bauern verlangen das Doppelte für das Obst und Gemüse, das ich verkaufe. Lasst mich raten. Sie behaupten, es sei wegen des Ärgers mit den Sturmenden. Ganz genau. Es gibt nur noch halb so viele Straßenpatrouillen, weil der Jarl Soldaten brauchte. Die Banditen sind dreister denn je. Sie überfallen die Höfe und stehlen Nahrungsmittel. Die Vorräte sind knapper als je zuvor. Vielleicht verkaufe ich besser Schwerter und Rüstungen. Vielleicht. Aber sie würden nicht so gut schmecken wie ein Laib frisch gebackenen Pumpernickels. So, wir könnten auch mal... Das ist mir gerade eingefallen. Wir könnten mal zum Hofzauberer gehen. Und gucken, ob er vielleicht sowas wie Magierlicht oder so verkauft. Dann braucht man nämlich keine Fackel mehr, sondern können einfach immer so ein Magierlicht beschwören. Ich glaube, das ist eine echt gute Idee. Ab nach Drachenfeste. So. Einmal Slalom. Knilchibert, wo bist denn du? Ey, nur am Pennen. Hier, bitte nehmt das als Zeichen meiner Freundschaft. Okay. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nee, ich wollte eigentlich was verkaufen von dir. Was faufen? Was habt ihr zu verkaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Du hast uns für einen Magier gehalten? Junge, bist du auf Crack oder was? Ah, warte mal, den können wir vielleicht ein paar Sachen auch verkaufen. Nämlich die ganzen Magierwaffen, die wir haben. Oh, und die ganzen Sachen hier. Das ist gut, dann werden wir das nämlich los endlich. Bücher. Die haben wir ja alle gelesen. Tagebücher behalten wir mal. Kopfgeld, Notiz, Assassin, Ragiers Notiz, Schmuggler Notiz, Zauberbuch, leichter Schutz haben wir noch. Leute.
So, Bücher. Wir gucken mal bei ihnen durch. Beschworenes Schwert, bestehende Schuss, bestehende Blitz. Eigentlich noch ein Eisstarre, Feuer. Feuer, Ruhe, Flamme. Leichnam wir. Magierlicht. Da ist es doch. Schnellheilung. Wir haben total viel Heilung hier. Halt den Zaubern um 50 Punkte. 10 Punkte pro Sekunde. Und da können wir Ziele heilen. Schutzgeist. Seelenfalle haben wir. Steine sollen wir wecken. Gut, das war's erstmal. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, tolle Idee. So, und dann können wir nämlich das lernen. Nee. Hallo, Menü. Ach, das kennen wir bereits. Oh, okay, dann können wir das noch verkaufen. Ja, ein andermal. Nee, den stehlen wir nicht. Das ist ein Kumpel von uns. Kumpels bestehlt man nicht. Ja, ich weiß, das ist für einige eine Neuigkeit. So, Magierlicht. Einmal auf die Schnellreisetaste. Und dann, wo machen wir das hin? Machen wir auf die 6. Bam! Ist das cool? Aber eigentlich wollte ich so ein Licht, was um uns rumfliegt. Ich weiß gar nicht, wie man das nochmal macht. Können wir das schon bündeln? Irgendwie konnte man ein Licht machen, was halt um einen rumfliegt. Wir warten mal noch. Nee, da schießt man immer so ab. Und sobald eins irgendwo brennt, brennt kein anderes mehr. Aber es ist trotzdem ein cooler Zauber. So können wir immer irgendwo reingucken. Ne, eine dunkle Höhle. Ist auch gut, wenn es wirklich irgendwo stockdunkel ist. Können wir so ein Licht abschießen. Passt schon. Jetzt aber erstmal ab zu den Gefährten. Freue ich mich drauf, um ehrlich zu sein. Unsere alte Schildschwester. Schon wieder an? Immer in Bewegung bleiben. Bald kann er nicht mehr. Kommt schon. Los. Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? Glückstreffer. Oh. Ihr wagt es, gegen einen Dunmer zu kämpfen? Ja. Ist das schon alles? Ich werde euch mit Freuden töten. Ja, völlig bekloppt, die beiden. Azura, verfluche euch! Genug, genug! Ich ergebe mich! Alter! Ihr hättet nie herkommen sollen. Mein Schild hat einen schlechten Griff. Könntet ihr euch das bitte mal ansehen? Ich bin Kriegerin und keine Schmiedin. Könnt ihr mir nicht einfach sagen, ob der Griff schlecht ist? Wenn Eolund ihn hergestellt hat, haltet ihr ihn falsch. Wir können uns morgen darum kümmern. Das ist eine echt hübsche Frau. Ich habe ja ein paar Mods drin, was gerade die Leute, die als Gefährte auch dabei sein können. Ich mag kleine, schnelle Klingen. Mit den Haaren sieht das echt deutlich geiler aus. Skjor, ey! Euer Gesicht ist neu hier. Ich behalte euch im Auge. Kann ich den Gefährten beitreten? Ihr glaubt also, ihr habt das Zeug dazu? Ja. Gut für euch, dass ich das nicht entscheide. Sprecht mit Kotlak. Wer weiß, vielleicht ist er gerade besonders großzügig. Stimmt, mit Kotlak Weichbirne müssen wir ja reden. Dann gehe ich mal. Der hat eine fette Rüstung an. Ah, ich glaube, das sind so diese einzigartigen Rüstungen, die die NPCs immer nur einmal anhaben. So, Kotlak. Kotlak anscheinend draußen oder wir haben die falsche Quest. Zackenkrone. Oh, warte mal.
Hier. Da ist es. Ist momentan noch eine Sidequest. Genau, der ist da unten. Ich weiß so, dass der da unten ist. Der ist in seinem Zimmer. So, Kotelett Weichbirne. Der ist auf jeden Fall da hinten. Ist eigentlich total der sympathische Typ. Aber wir wissen ja, wie es ausgeht. Ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lass das meine Sorge sein. Kotelack? Ein Fremder betritt unsere Halle. Ja, und zwar würde ich gern dem Gefährten beitreten. Ach ja? Hm. Dann lasst euch einmal ansehen. Hm, ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht, aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Ihr wagt es, mein Können in Frage zu stellen. Nur die Ruhe, Frischling. Glaubt nicht, ihr müsstet unseretwegen auf den Putz hauen. Wilkas hier wird euren Kampfgeist auf die Probe stellen. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Ja, Wilkas, mach das mal. Vorher lesen wir hier noch. Was haben wir da? Hm. Und das ist dann noch Lieder der Rückkehr. Das ist eigentlich, glaube ich, ein Buch, wo wir es lernen können. Aber anscheinend kennen wir das schon. Das Lied von Rormir. So, und das nehmen wir natürlich auch mit. Da liegt übrigens ein Dedra-Herz. Kleiner Hinweis für euch, wenn ihr Dedra-Herzen sammelt. Das Lied von Rormir entfernt? Was? Warum? Wenn ihr Dedra-Herzen braucht für irgendein Rezept oder so, wenn ihr das hier stehlt, das regeneriert nach ein paar Tagen, also dann ist das wieder da. So, große Herolde, alles klar. Und der hat hier noch total Bücher. Schauen wir mal. Uriel Septim. Na komm, schauen wir überall mal kurz rein. Hawker-Angriffe. Ja, die bösen Hawker. Hüter der Steine. Könnte ja überall irgendwie eine kleine Quest drin sein. Haben wir jetzt auch schon bekommen, beziehungsweise einen Hinweis auf eine Quest. Ah, ich wünschte, diese Mod wäre da. Die heißt auch, glaube ich, einfach nur Books Glow oder Glow Books oder sonst was. Kann ich sehr empfehlen. Könnten wir übrigens alles mitnehmen. Hier ist alles kein Stehlen, aber hat ja keinen Wert. So, und da sind wir gleich durch. Was liegt da oben? Oh, das ist eine Vitrine, Alter. Jetzt müsste man wissen, was in der Vitrine drin ist. Aber wenn die da oben liegt, gehe ich fast davon aus, dass da gar nichts drin ist in der Vitrine. Wir schauen mal. Kann man da... Ja, kann man leider nicht sehen. Aber ansonsten hat er ja hier auch noch Ausstellungsstücke. Das sieht fett aus, was da drin ist. Müsste man jetzt bloß wissen, ob sich das lohnt, weißt du, da einzubrechen. So, und da ist auf jeden Fall ein Geldbeutel. Ah, das wäre dann alles stehlen. Hier ist ein ungewöhnlicher Stein. Das sind die Steine von Verencian. Und den werden wir aber tatsächlich stehlen. Ja, bring den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Das ist nämlich genau ein Ding, was wir irgendwann vielleicht mal machen. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir den nicht wegwerfen, aber ich werde da schon dran denken, kein Problem. So, ansonsten,
Da ist auch ein Geldbeutel, das ist auch stehlen. Haben wir uns hier eigentlich mal so richtig umgeguckt? Mal gucken hier. Ich sehe da nichts von Wert. Himmelsrand. Himmels außer Rand und Band. Auch nochmal was. Da ist ein Buch drin. Wir speichern lieber mal vorher. Fuck. Okay, ich glaube, es ist auf der linken Seite. Fuck. Ist halt ein Expertenschloss. Scheiße, scheiße. Okay, Leute, wir haben noch ein paar Dietriche. Ich gebe nicht auf. Nein! Ha! So, Lektion im Bogenschießen, siehst du? Und das ist nicht mal Diebstahl, wenn wir das mitnehmen. Und da ist ein Elfenbogen drin. Da ist ein Elfenbogen drin. Hm, schön. Hm. Nee, komm. Wir sind bis hierhin durchgekommen ohne Stehlen. Stehlen tun wir erst, falls wir doch nochmal den Dieben beitreten sollten. Wenn ihr dafür seid, schreibt das gerne in die Kommentare. Apropos, wenn ihr wollt, dass dieses Let's Play hier noch eine Weile geht, dann kann ich euch nur empfehlen, ein Däumchen zu hinterlassen und vielleicht einen netten Kommentar. Denn momentan sieht es ein bisschen mau aus. Und wie ich bereits in der ersten Folge schon gesagt habe, ich weiß nicht, wie lange das Projekt hier geht. Nicht zuletzt hängt es halt auch daran, wie viel Bock ihr darauf habt. Was wir da unten mit Whiskers trainieren werden. Ob er uns annimmt, ob er sagt, wir sind gut und vieles mehr, seht ihr in der nächsten Folge von Skyrim Special Edition. Bis dahin, macht's gut.